Ich glaube, ihr denkt bestimmt, wir sind total doof. Aber weiß ist halt nicht weiß. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir haben es wieder Samstag. Eine neue Woche beginnt bei unserem Blog. Zwei Bauhelfer sind schon wieder da, die sind schon wieder fleißig. Peter und Axel. Was ist heute so geplant? Wir müssen Vorbereitungen treffen für nächste Woche, denn wird hier nämlich die ganze Fassade, die letzte Woche geputzt haben, mit Gewebe eingebettet. Ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, die ganzen Fenster, die restlichen, mit den Gewebeecken einzubetten und auch die Außenecken, aber das werde ich heute alles nicht schaffen. Axel und Peter, die tun so ein bisschen Vorarbeit machen, ein paar kleinere Sachen, die auch gemacht werden müssen. Also, ich stelle die Kamera wie immer hin und ihr könnt gerne zuschauen. Ich stehe jetzt hier auf der Rüstung vor meinem berüchtigten Fenster. Wie ihr schon sehen könnt, das könnt ihr euch aber mal woanders angucken, sind in dem Fenster schon die Apu-Leisten geklebt. Und zwar hier an der Seite, da ist schon Gewebe mit dran. Wie gesagt, jeweils in den beiden Laibungen und oben in der Spitze. So, ausgeschaltet haben wir das Fenster bereits. Jetzt messe ich mir erstmal als allererstes ab, wie lang meine jeweiligen Gewebeecken sein müssen. Links, rechts und oben. Vorher werde ich schon mal, solange wie das jetzt mit dem Messen und mit dem Schneiden dauert, werde ich schon mal ein bisschen vorfeuchten, dass der Gewebekleber auch richtig brummt. So, ich gehe jetzt unten mir die Gewebestreife schon mal zurechtschneiden, die ich erstmal hier, da und da ankleben werde. Aber im Nachhinein klebe ich in die Ecken nochmal extra Teile. Das zeige ich euch dann nochmal, weil diese Bereiche hier oben in den Ecken, die reißen sehr gerne. Und das Kuriose ist, wir haben hier letzte Woche den Putz aufgetragen, diesen Oberputz erstmal fürs Gewebe. Und ihr könnt es kaum glauben, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hier oben, links und rechts, sind schon die ersten Risse. Also wirklich, hätte ich nie gedacht, weil das Mauerwerk, was hier vorher gestanden hat, das stand schon ewig und hier waren keine Risse in den Ecken, aber der Putz hat, in den Ecken ist er gerissen. Krass. Gut, also ich gehe jetzt erstmal messen und dann gehen wir runter. Da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt meine drei Stücken zurechtgeschnitten, das zeige ich euch mal ganz kurz. Und zwar einmal das für oben. Mal gucken, ob es passt. Passt. Und jeweils links und rechts. Es gibt eins mit einer kleineren und eins mit einer längeren. Die kleinere könnt ihr ruhig nach innen machen, weil wir haben ja hier schon das andere Gewebe von der Abu-Leiste. Passt auch. Gut, dann wollen wir mal anfangen, den Gewebekleber aufzuziehen. Ach, und bevor wir das aufziehen, das zeige ich euch auch nochmal. Das ist die sogenannte Apu-Leiste, die ich mir hier schon an die Fenster geklebt habe. Das Ding ist richtig gut. Das klebt man erstmal an, denn auf der Rückseite von der Apu-Leiste habt ihr hier so einen kleinen Filz mit so einer selbstklebenden Folie. Die zieht ihr ab und dann klebt das am Fenster dran. Richtig schön in die Leibung reinkleben. Und dieser gelbe Streifen, den zieht er danach ab und daran könnt ihr dann die Folie wunderschön ringsrum festmachen und das Fenster ist tipptopp abgedichtet. Und wenn alles fertig ist, wenn geputzt ist, wenn gemalert ist, dann könnt ihr diesen Streifen hier, den kann man dann so hin und her knicken und dann bricht ihr genau hier an so einer Sollbruchstelle ab. Das Einzige, was übrig bleiben wird, ist dann dieser weiße Bruch, diese weiße Bruchkante, die sieht man dann. Also wenn er jetzt irgendwie
eine außergewöhnliche Farbe habt, zum Beispiel das Haus malt ihr schwarz an, seht ihr genau hier in der Ecke den weißen Streifen. Also müsst ihr vielleicht notfalls nochmal lang gehen. Das ist das einzigste Manko an der Nabuleiste. Das andere an der Nabuleiste ist, ihr seht hier, ich knicke das mal hier um, zwei so eine Plastikschienen. Und zwar die Plastikschiene, die mehr zum Gewebe zeigt, auf der zieht ihr jetzt, was ich mache, den Gewebekleber ab. Das heißt, ihr nehmt eure Traufe und geht dann hier so in diese Ritze rein, zack, und könnt das wunderschön an der Laibung abziehen. Wenn ihr dann putzen tut, nehmt ihr die zweite Plastikschiene und auf der wird dann der Edelputz aufgezogen. Und schon seid ihr tipptopp bedient. Jetzt kleben wir erstmal die Ecken an. Erstmal das Gewebe wegdrücken von der Apuleiste und erstmal Kleber auftragen und dann drückt man das an. Wenn ihr beim Gewebe, was an der Apuleiste dran ist, diese Wulst bemerkt, weil es einfach zu straff drin im Fenster ist, nehmt euch ein Messer und schneidet einfach noch mal ganz kurz hier lang. Und damit das dann weg ist, dass das nicht ständig weitergezogen wird. Erste Ecke geklebt. Ein liebes Hallo auch von mir am Samstag und schaut mal, wen ich heute mit hab. Lütchen und Beppo. Na klar, erstmal markieren hier. Logisch. So, jetzt muss ich mal gucken auf euch. Hab extra ohne Leine mit, weil das funktioniert ja immer nie. Hier ist viel zu interessant, um hier zu bleiben, ne? Naja, man kann sie ja nie die ganze Zeit zu Hause immer lassen. Deswegen kommen Sie halt mal mit und weil ich heute ja eigentlich nur so Pillepalle-Arbeit machen will und einpflanzen will, habe ich gedacht, kriegen wir das schon irgendwie hin. Hier Stefan, guck mal, wen ich dir mitgebracht habe. Um Gottes Willen. Schlumpi und Schlumpi. Ja. Der wohl eine Kumbilor-Kacke, hä? Muss man wieder zum Friseur, der Gutste. Der muss erstmal alles markieren jetzt. Das Gras ist so hoch, da kriegt das Bein nicht so hoch. Ich hau mich weg. Schaut mal, hier sind schon die ersten Schmetterlinge. Ein Weißer ist erst auch hier rumgeflogen. Ah, da hinten. Ja, das gefällt ihm wohl hier. Deswegen mache ich mich heute dran, hier weiter zu pflanzen. Ich habe die Pflanzen, die ich jetzt gekauft habe, schon mal so hingestellt, wo sie hin sollen. Der Schmetterlingsflieder gleich direkt damit, weil das soll ja richtig schön buschig und zu werden. Und wo habe ich die anderen stehen? Genau. Hier habe ich einen stehen, weil letzte Woche habe ich das hier alles hier ein bisschen verschnitten gehabt, dass das wirklich nur noch hier so Bäume sind und nicht hier hat der Rasen umgehangen ist. Aber es muss natürlich auch wieder zu werden und deswegen habe ich dann die anderen zwei hier vorne hingestellt. Die werden auch 2 bis 3 Meter hoch und werden so schön rosa farben. Ich denke mal, das sieht richtig gut aus. Die Ecken haben wir angeklebt, aber das war noch nicht alles. Jetzt kommt noch ein paar andere Sachen und zwar kommen jeweils in die Außenecken nochmal Gewebestücken, die das verhindern sollen, dass diese Querdiagonalrisse entstehen. Auch beim Fensterbrett unten kommt das hin und dann kommen noch extra Streifen hier in diese Ecken oben rein und die gehen wir jetzt mal ganz kurz unten zurechtschneiden und dann dengeln wir die auch noch an. Jetzt habe ich mich noch mal ganz kurz ein bisschen umentschieden. Ich habe hier dieses Teil jetzt hier so hingestellt. Hier hatte ich ja schon mal hier diese Gräser gepflanzt, aber die sind irgendwie nichts geworden. Die sind einfach eingegangen.
Jetzt probieren wir es mal mit diesen beiden Pflanzen. Aber bevor ich das mache, muss ich jetzt erst einmal hier unten, ihr seht es, die ganzen Äpfel hier ablesen, weglesen, wegschmeißen. Die meisten sind wirklich faulig. Also ich muss mich, denke mal, wirklich von irgendeinem Apfelbaum hier verabschieden. Also entweder wirklich der hier, wobei der halt richtig viel Schatten bringt. Das ist echt top. Aber wenn natürlich die Büsche dann irgendwann mal so richtig hochgewachsen sind, ja, man muss das dann mal so ein bisschen sehen, wie es ist. Oder eben dieser Apfelbaum hier. Mal gucken. So, also das heißt jetzt für mich 5 Büschchen einpflanzen und die Äpfel auflesen. Und ach so, da habe ich ja noch meine Kacheln. Die muss ich halt unterputzen. Ich hoffe, dass die gut eingeweicht sind. Habe ich ja gestern erst reingestellt. Und Mittagessen, das muss ich auch noch holen für die Männer. Also ihr seht, ich bin hier so für die Sachen nebenbei zuständig. Wobei ich eigentlich wirklich Lust hätte, auch da mit den Männern ein bisschen da oben mitzuhelfen. Aber die Rüstung ist halt nicht so mein Fall. Ich glaube, meine Arbeit, die ist dann wieder eher drin im Haus. Solange mache ich halt hier draußen. Naja, das ist die Ausbeute jetzt von einer Woche, kann man so sagen. Viele verfault, einige, ja, kann man auf alle Fälle eine Apfelmus machen. Aber ich habe dieses Jahr einfach keine Zeit. Eigentlich bräuchte man Hausschwein. So, ab damit auf den Kompost. Und dann habe ich mir schon überlegt, das Gras ist schon wieder von einer Woche so hoch geworden. Ich muss erstmal, bevor ich das alles einpflanze, glaube ich, nochmal mähen. Sonst wächst mir das wieder über dem Kopf. Schon wieder zurück. Ich habe meine Streifen unten zurechtgeschnitten und die wir gerade unten zurechtgeschnitten haben, die kommen jetzt hier oben nochmal zusätzlich jeweils in die Ecken. Die Teile kommen unten in meine Fensterbrettecke rein. Diese einfachen Streifen, die knicken wir einmal um, dass wir eine Knickkante haben. Und die kommen jetzt hier nochmal rein. It's the coldest hand that run down this land. Ja, Fenster ist fertig. Jetzt habe ich nur noch 1, 2, 3. Gut, ab geht's aufs nächste Fenster. Guck mal hier, gehst du einmal mit dem Messer ran. Guck mal, wie schön das abgeht hier. Du stellst dich manchmal an. Was das, nur? Was? Eine halbe Stunde auf dem Quadratzentimeter rumrummeln. Vergiss es. Eine Meise, sag ich dir. Zerstörst doch her. Was? Vergiss es, guck mal hier. Das waren jetzt 12,5 Zentimeter. Das gibt's doch nicht. Da soll ich doch gar ein Stück abgesehen. Siehst du, mit der Spitze einfach. Nichts ist dir nicht passiert, gar nicht oder passiert. Oder du machst das ganz, pst, ganz leise. Pst, leise. Wir werden mal mit der Flamme geht. Dann probieren. Ja. Ob das geht. Die Mittagszeit ist jetzt vorbei. Ich habe schnell Rasen gemäht, ging rucki zucki. Die Pflanzen stehen immer noch hinten. Oh, ehrlich gesagt habe ich keinen Bock, diese Pflanzen jetzt einzupflanzen. Aber was ich jetzt als allererstes mache, ist erst einmal die Kacheln putzen, denn das ist wichtiger. Die müssen auf alle Fälle bis morgen fertig sein, bis übermorgen fertig sein, damit der Ofenbau halt weiterkommt. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann ja, mache ich die Pflanzen. Everywhere.
die Hunde nach Hause geschafft. Das hat eindeutig gereicht gehabt mit denen. Jetzt habe ich mir zwei neue Hunde geholt. Nee, ich habe mir die Sophie geholt und die Amelie und die helfen mir jetzt, diese 5 Pflanzen einzupflanzen. Wie heißt das? Viele Hände, schnelles Ende. Ja. Deswegen. Wir haben es 16 Uhr jetzt und ich muss heute noch Video schneiden, deswegen ab geht die Post. Los. Love it, how you love me electric, like you do. Love it, how you love me electric, always you. Love it, how you love me electric, electric, I. Love it, how you love me a lot, love me a lot, love me electric. Baby, keep the light on for me, I'm coming home. Know I got you forever, wherever I go. I feel like I'm high. Jumping through hoops, all the wishes in the world, and I wish for you. I feel like I'm dying. Oh, and I found you. So bright, can't get over how you talk to me. Like I'm all you ever gonna need. Seeing colors that I've never seen. I love it how you love me electric, like you do. Im letzten Video habe ich euch ja schon mal gezeigt gehabt auf der Internetseite von Miss Pompadour. Also Leute, es ist keine Werbung, habe ich alles selber bestellt. Und zwar ging es ja darum, um den Kachelofen, um die Farben. Und weiß, Leute, ist ja nicht gleich weiß. Es gibt echt viele Weißtöne dort auf dieser Seite. Und deswegen habe ich mir eine Farbkarte bestellt. Oder mehrere Farbkarten habe ich bestellt. Schaut mal. Also richtig schick eingepackt das Ganze. Die finde ich am besten. Ich habe ja schon mal reingelunscht. So ist es ja nicht. Und hier sind also alle Farben drin. Und wenn man mal wirklich was anderes noch streichen will, die Wände oder so, habe ich dann gleich schon die richtige Farbe. Die hat, so wie ich sehe, mehrere verschiedene, keine Ahnung, Farben, Namen von den Farben. Aber das ist mir erstmal wurscht. Wir gucken jetzt einfach mal durch, was hier an diesen tollen Kachelofen ran kann, was passt und was nicht. Das wird die Kachelofenfarbe? Ja. Ja, ist ja alles schön gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Farbe auf den glasierten Kacheln hält. Ja, es ist extra eine Farbe für Kachelofen. Extra hitzebeständig. Ja. Ich werde dann gucken, wenn das gestrichen ist und der Ofen ist an, werde ich immer hier so gucken. Und dann bin ich erst hier, welche siehst du das halt dann. Du bist ein Fritzer, ey. Gut, ist ja nicht so schlimm, wenn du den Weiß streichst. Wir können immer noch die Farbe runterkratzen, dann haben wir ja Weiß drunter. Das ist kein Weiß. Naja. Das ist Creme. Aber ich weiß noch, vorher ist ja, wo wir das Ding geholt haben in Kullersdorf, da war er noch so schön, der Kachelofen. Genau das, was jetzt modern ist. Naja, klar, das muss, das siehst du ja auch beim Streichen. Ich dachte nur die Farbe. Nein. Das war mir von vornherein klar, dass das nicht das hundertprozentige ist. Und ganz kurz. Ja. Für eine weiße Farbtafel hast du jetzt so viel. Ja, das ist eh eine ganze Packung. Und was hat die gekostet? Kann ich dir nicht sagen. Insgesamt 14 Euro. Gott. Für alle Farbkarten. Und wenn wir Farbe bestellen, kriegen wir es wieder zurück. Ach so? Ja. Cool. Stellst du die Farbe? Immer erstmal lecker. Ja, es genau. Ist nicht normal mit dir. Ich bestelle dann auch die Farbe. Genau. Also wir gucken nochmal, ob es jetzt dieses Weiß ist. Hauptsache. Ich habe jetzt einfach mal das Weiß rangehalten, weil es gibt ja, wartet mal, wartet, wartet, wartet. So, das ist alles Weiß. Ach hier. Genau die Farbe. Nee, nicht ganz. Es ist auch heller. Achso. Aber fast. Warte mal, das ist, warte, Weiß mit Vanille. Schön. Also das fällt schon mal raus. Wir fanden Weiß mit Charakter schön und Weiß mit, wie hieß das, Anne? Das gefällt mir. Warte, Weiß. Was mit, Weiß mit Charakter? Weiß mit Champagner. Das ist zu gräulich irgendwie, oder? Das ist ja, zu champagnermäßig. Zu Champagner. Das ist auch so gelblich, das gefällt mir. Und Weiß mit Sonne. Gelblich. Wir können ja mal den Axel fragen, der kennt sich aus. Der Axel. Das ist zu weiß. Das gefällt mir auch nicht. Das ist weiß mit Charakter. Aber es ist zu weiß. Nein, nee, zu das weiß. Das ist zu weiß. Weiß. Das ist zu weiß, ja. Dein Weiß ist viel zu weiß. Das ist weiß mit weiß. Das ist zu weiß. Und eins von den beiden, das ist kühler und das ist wärmer. Ich würde sagen, das ist schöner, oder? Das ist weiß mit Schmelz. Weiß mit Schmalz. Mit Schmelz.
Weiß mit Schmelz. Amelie, Kameramann, komm mal ein bisschen ran. Weiß mit Schmelz. Amelie, Kameramann. Doch. Oder weiß mit Charakter. Der Ofen braucht Charakter. Der braucht Charakter? Echt? Kein Schmerz. Ich glaube, ihr denkt bestimmt, wir sind total doof. Aber weiß ist halt nicht weiß. Hi Leute. Ja, Montag. Es ist ein Wetter zum Abkatzen. Es ist nass, es ist kalt, es ist windig. Es ist eigentlich wie November und nicht wie der 23. August. Oh, schlimm. Eigentlich müsste ich mich jetzt drinnen vor den Kamin setzen, ein schönes Feuerchen anmachen und richtig schön den Feierabend eigentlich genießen. Aber naja, das ist erstmal nur ein Traum. Aber was würde wahrscheinlich gar nicht funktionieren, diese ganze Baugeschichte, wenn man nicht solche Träume hätte. Also ich wünsche mir irgendwann mal, dass das hier alles fertig ist und ich bei so einem bescheidenen Wetter von Arbeit komme, ein Scheitel Holz an den Kamin anlege und einfach mal die Seele baumeln lasse. Ja, bis dahin ist wahrscheinlich noch ein weiter, weiter Weg. Ihr seht selbst, keine Einzelmännchen waren da gewesen. Ich habe die Woche noch ein straffes Programm, wobei straff ist eigentlich nicht so direkt straff, aber bei dem Wetter, was sie mir die Woche hier angesagt haben, könnte es straff werden. Ich hoffe, dass es heute halbwegs durchhält, heute Nachmittag, denn ich will heute noch die beiden Fenster, die hinter mir sind, mit Gage einbetten, also zumindest eins davon. Und der dort hinten, das eine Fenster, was dort noch fehlt, da bin ich mit den polnischen Kollegen in Gesprächen, auch nur durch gute Kollegen meinerseits, die mich ein bisschen telefonisch unterstützen. Wenn ich Glück habe, kommen für das Fenster endlich mal am Donnerstag die Scheiben. Das Fenster ist wohl schon fertig, aber die Scheiben, das Glas fehlt noch. Und wenn ich Glück habe, bauen die polnischen Kollegen das dann am Freitag ein und ich könnte am Freitag das Fenster holen und müsste es dann selber einbauen, wenn ich es doch so dringend bräuchte. Naja, lass uns überraschen. Ja, ich glaube, ich sehe aus wie ein nasser Laubfrosch. Also das Wetter heute war ideal zum Gewebeeckenkleben, kann ich nur weiterempfehlen. Sucht euch echt Regen aus, es macht sich tipptopp, weil der Maurer hat gesagt, immer schön dünn aufziehen, das klappt bei dem Wetter perfekt. So, ich schmier jetzt den restlichen Dreck irgendwo hin und verabschiede mich von heute für euch. Macht's gut, bis morgen, ciao. Hallöchen. Hi. So, heute sind wir nun mit Felix auf der Baustelle. Stefan ist beim Tierarzt. Diesmal nicht mit den Katzen, diesmal mit Lotti. Ja, die leckt sich immer am Hinterteil und mal gucken, was da ist. Ja, ihr seht wieder, wir stehen hier an unserem Kachelofen. Und heute kam das, schaut mal, das Paket mit den Lüftungsgittern. Und da gucken wir da einfach mal rein. So, sieht das gute Stück aus jetzt. Also kein verschnörkeltes Zeug oder so. Hier ist halt wirklich nur noch hier so ein bisschen das Gitter. Und das kann man auch hier dann verstellen. Auf und zu, ganz wichtig. Ja, und es hat fast, ich sag mal so, die gleiche Farbe
wie hier unten. Und ich denke mal, das sieht schon recht schön aus. Hast du das eigentlich schon mal gesehen, wie es hier aussieht, Felix? Katastrophe. Katastrophe, genau. Und deswegen sind wir auch hier, damit, naja gut, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen, Felix, überhaupt. Die Kürbisse kann man hier nie irgendwie wegschnippeln. Die Brennnesseln, die kann man jetzt auch nicht großartig hier zwischendrin schnippeln. Aber ganz wichtig sind hinten die Kartoffeln. Die sind echt jetzt so fertig. Die müssen wir irgendwie aus diesem Chaos rausbekommen. Ich habe extra lange Sachen heute an, damit die Brennnesseln uns nicht, wie sagt man dazu, verbrennen. Keine Ahnung. Felix war so schlau gewesen, lange Hose, nachdem ich ihm gesagt habe, das Ganze, aber kurzes Oberteil. Wir werden sehen, was passiert. Aber Handschuhe, warte, wir holen jetzt erstmal Handschuhe, weil Brennnesseln sind echt fies, die Teile. Ja, du wirst doch jetzt nicht alle Brennnesseln hier so abschneiden einzeln. Wir versuchen jetzt hier irgendwie durch dieses ganze Gebüsch hier durchzukommen. Ja. Und dann müssen wir ja die Kartoffeln weil ich da hinten schon war. Hinkommen. Da ist Conny wohl an. Das ist ja krass. Und hier ist noch ein riesengroßer Kürbis. Voll fett, ey. Oh, ist ja krass. Aber die sind so rau, die Kürbisse. Ich weiß nicht, wie man das kennt. Ist sie so schön weich. Das Blöde ist, dass wir hier passen müssen, dass wir hier die Kürbisse kaputt lautschen. Überall so eine Raupen. Naja, so sieht's aus, die Kartoffeln. Ein paar schöne große mit dabei, ein paar kleine. Keine Ahnung, wie groß der Eimer hier ist. Ihr seht's. Das sind 5 Kartoffeln, die wir gepflanzt hatten damals, Felix, ne? Ich glaube schon. Ja, 5 waren's. Und das ist die Ausbeute. Aber, Leute, besser als nichts. Und Tomaten können wir jetzt gerne mal hier abernten. Ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, was das für eine Sorte ist. Die schmecken so lecker. Richtig süß. So, wunderschönen guten Tag, Mittwoch, die Zeit rennt und ich merke langsam, ich komme doch wieder in Schwulitäten. Ja, gestern war ich mit der Lotti beim Tierarzt, weil die Anne sich gesträubt hat. Die war nämlich letzte Zeit zu oft beim Tierarzt oder bei diesem Tierarzt mit diesen Katzen. Und dann hat sie gesagt, die fährt nicht mit dem Hund. Also musste ich, weil Lotti hat hinten ein bisschen am Po was gehabt. Und naja, da sollte sie eine Cortisoncreme verschrieben kriegen. Und da hat der Arzt gesagt, na was, sie könnte eventuell schwanger sein. Oh, hier müssen wir unbedingt Ultraschallbild machen. Und was hat das Ultraschallbild gesagt? Es sind Babys. Beppo hat es geschafft. Ja. So, heute ist Mittwoch. Morgen übermorgen soll scheiße da werden. Ich habe zu tun. Axel ist wieder mit dabei. Der muss endlich mal seine Säule fertig machen, nachdem er schon den ganzen Tag da drum gefummelt hat. Und ich habe heute noch zu tun, hier oben ein Fenster noch einzukleben. Das zweite, was eigentlich noch fehlt, muss ich eigentlich auch noch einkleben. Und dann noch Ecken. Also ich habe noch genug zu tun. So, Kamera stelle ich hin. Und ja. Mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. She said that she hate me. I hate me too. I can always tell when you're lying. Girl, you see through all these miles away. Yeah, I just wanna see you. Baby, give me good face. She hit me like seafood. Remember when I saw you? Hi, it's nice to meet you. Know my old girl salty. She just wanna be you. I'm a dog, no Monty's. I don't wanna leave you. Want you right here. I just don't wanna mistreat you. No. Cause I've been a douchebag before, baby girl. I don't wanna repeat. She just won't please me. She look in my eyes, told me why are you bleeding? And I don't even know how to answer. I take these drugs to my bladder. She says she noticed a pattern. She say I look gorgeous. I tell her I'm flattered, but I hate my reflection. When I look at you, all I see is perfection.
reflection. When I look at you, all I see is perfection. I'm so depressed and I don't know the reason. Just hope I feel better. Guck mal, hier ist eine Kelle, die habe ich mal irgendwo aus dem Schrott gesucht. Die kannst du dir spitz schleifen. Wie so eine richtige Dachdeckerkelle. Das ist keine Dachdeckerkelle. Nee, weiß ich alleine. Aber die kannst du dir ja so bauen. Und weil es ja morgen den ganzen Tag hier schiffen soll, habe ich mir überlegt, dass das besser ist, wenn das heute gemacht wird. Ja. Das ist ja richtig. Und zwar die Scheiße ist hier beim Sauermachen raus. Die war total locker. Dachte ich, mir machst du das leer weg. Ja, aber dann fehlt ja noch eine hier oben drüber. Muss ich mal messen hier. Die hier fehlt, das ist noch ein Zehner. Die liegen, die Stücken. Die fehlt da trotzdem noch. Die sitzt wenigstens noch drauf. Die anderen sind bloß in Mischung. Na, da ist keine Nase nicht mehr dran. Die haben sie, wie die Dachdecker ja, so sind. Ja, die machen sie ja weg. Ja. Sag mal, du machst das Haus fertig. Alles schön gestrichen. Für das Dach ist kein dann, Geld, wie oft willst du es noch hören? Und dann tust du hinter die Rüstung wieder, tust du wieder Löcher rein, bohren, rammelst eine Rüstung hier ran, sag mal, du musst da irgendwie ja total irgendwo schräg sein in der Riebe. Ja. Geh zur Bank, die hat Geld. Genau. Ja, hier, den kann ich bloß hier aufkleben und da brauche ich hier oben einen Zehner. Und hier unten, der ist zu, den könnte ich ein bisschen tiefer setzen, ja, damit er ein bisschen rausguckt. Nee, der muss so sitzen. Ja, und ein bisschen rausziehen, dass er ein bisschen übersteht. Ja. Weil hier hast du ja kaum Überstand. Pinsel, ja, du wirst dich kümmern. Lass, wenn du da anfängst, nimmst du ganz Dach auf. Besser wär's. Ja. Ich sag, ich kann mir das gar nicht angucken. Ich sag, hier kriegst du Herzschmerzen. Hier kriegst du echt Herzschmerzen. Das, ja, das ganze Ding von hinten aufzäumen hier. Ne, gib du mal schnell 30.000 Euro oder 30.000. Ja, wenn ihr noch eine Weile dauert, dann dauert es 40.000, weil der Preis, der steigt pausenlos. Reicht da. Reicht, ja. Soll ich dir was hochbringen? Hier hast du noch runterfällst hier. Die Conny macht mich tot, wenn du vom Urlaub runterfliegst. Ich will dir das unten zeigen. Ach so. Besser nie. So, ich werde jetzt als erstes mal versuchen, hier diese Tropffleiße zu kleben. Mal gucken, ob das wirklich so einfach geht, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe es natürlich. Und Axel ist gerade oben am Giebel beschäftigt, die Dachziegel auswechseln. Also, ich weiß, Axel, ich habe es ja schon tausendmal gesagt, aber ich sage es jetzt nochmal an die Kamera, vielleicht guckst du die Videos ja auch. Ich bin echt froh, dass ich dich habe, so einen Mann wie dich. Top, einsamer Spitzenklasse. Wirklich unerschrocken und oben die Dachziegel auszuwechseln in dem Alter. Chapeau. Ja, das muss einfach mal gesagt werden. Ja, wie ich das schon vermutet habe, hier ist so wenig aufgeputzt, also wirklich nur ganz dünn, dass ich diese Kante hier, die ich weiß nicht, ob ihr das genau sehen könnt, die ist noch zu stark, die muss ich jetzt wahrscheinlich nochmal, also muss ich nicht wahrscheinlich, die muss ich jetzt nochmal zur Hälfte reduzieren, also mit der Flex gerade die lang gehen. Ja, ist natürlich wieder ein übelster Sackgang jetzt, aber es muss halt sein. Gut, ich bin Debbie da. Ich flex das nur mal kurz ab. Hallo, wir haben es Donnerstag. Den Felix habe ich gerade mit, oder schützt mich. Und zwar haben wir noch unter dieser Putzkante und der Dachlatte, wo die Folie angetackert ist. Dazwischen hat der Peter am Wochenende schön alle Steine sauber gemacht. Und das ist genau die Ecke, wo ich jetzt meine Tropfkante setzen muss und wo ich gestern angefangen habe, habe ich gemerkt, das macht sich alles total bescheiden und es kommt schon mal vor, dass ich diesen Kleber dort dran schmiere und dann mache ich mir wieder die schönen Steine schmutzig. Und da habe ich wieder natürlich die Top-Idee von dem Ofensetzer. Ich lasse den Felix jetzt einfach diesen Spalt mit Lehmplempe anschmieren. Das heißt, wenn ich jetzt meine Kleber vertropfe oder antropfe, verschmiere, kann ich das später besser wegwischen. Genau.
Also ich kann nur sagen, wenn du eine Außenbaustelle hast und hinter dir sowas schon den ganzen Tag immer wieder kommt, da kannst du echt die Lust verlieren. Und das ohne, wenn du Zeitdruck hast hier hinten im Kopf, wo du genau weißt, sondern muss fertig sein. Eigentlich habe ich jetzt schon gar keinen Bock und ich habe nie mal angefangen. Schlimm. I know I'm hard to love. I can never get enough. But then sometimes you're too much. I'm down and I'm up. I know I'm hard to love. I know I'm hard to please. I'm never happy, it seems. But you put my heart at ease when it's crashing like the seas. I know I'm hard to please. But baby, if it were easy. Ich habe es geschafft. Wir haben es Donnerstag, 10 nach um 8. Ich habe ringsrum die Tropfkante gesetzt. Die Ecke hat noch gefehlt gehabt. Toi, toi, toi. Ich bin echt glücklich, dass der Wettergott mich, verschont hat relativ. Es hat zwar ab und zu mal geregnet, aber nicht so doll, wie ich eigentlich gedacht habe. Morgen soll es schlimmer werden. Wir lassen uns überraschen. Morgen habe ich nur ein paar kleine Arbeiten zu tun. Also macht's gut. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Hi Leute, Freitag wieder letzter Tag. Die Zeit rennt, das ist echt der Wahnsinn. Ich hatte ja gestern den großen Stress mit dieser Tropfleiste, was ich ja richtig gut absolviert habe. Und ja, dann ist mir nochmal aufgefallen, wo ich am Giebel war, dass ich euch erzählt habe, die Eisen, die wir eingebracht haben, die haben wir ja mit Tamarit ordentlich gestrichen und die sind ja auch so teilweise eingeputzt, aber zwei Stück gucken noch halt ein bisschen raus, eins bisschen mehr, das muss ich heute noch abschleifen und nochmal Tamarit drüber streichen. Und gestern, wo ich halt oben am Giebel war, habe ich gesehen, dass oben an den Kanten, wo wir eigentlich gestrichen haben, ganz leichte Rostansätze sind. Das ist natürlich extrem bescheiden, da habe ich schon gesagt, scheiße, damit werde ich wohl leben müssen. Jetzt habe ich mich nochmal schlau gemacht und es gibt da so zwei Varianten. Eine Variante hätten die Putzer mir schon empfehlen müssen. Die hätten die ganze Sache absperren müssen. Die hätten vielleicht sagen, da gibt es irgend so ein Vlies. Das hätte man vor dem Grundputz drüber machen können. Dann wäre schon Ruhe gewesen. Aber die zweite Sache, die ich jetzt hier mit habe,
die hoffentlich funktioniert. Also ich pinsel, es ist eine Farbe, ich pinsel es einfach drüber und an den Stellen, wo ich die Eisen nicht mehr sehe, muss ich es halt vermuten, wo es ungefähr ist. Und damit fahre ich jetzt gleich anfangen, weil doppelt hält besser, hat er mir gesagt. Zwei Anstriche sind besser als einer. Und deswegen werde ich jetzt gleich anfangen zu streichen. Das ist so eine Art Sperrgrund. Das hindert, dass das von innen halt nach außen blüht. Und das nennt sich, das ist von der Firma Jäger. Die Putte kostet übelst Geld, 85 Euro. Das ist irgend so ein Sperr, was steht drauf? Isolierweiß. Ah, hier steht's. Fleckenisolierweiß HS. Verhindert das Durchbluten von Nikotin, Rauch und Rußflecken, Farbstiften, isoliert Wasserränder auf Putz, Beton und Holz. Die Anna hat diese Woche übelst Stress, denn bei uns ist nächste Woche hier Schulanfang. Die musste noch eine Zuckertüte fertig nähen und ich weiß gar nicht, ob sie es heute noch fertig macht oder ob sie es gestern. Ich glaube, gestern hat sie die schon fertig gemacht, aber heute ist ja Freitag. Heute hat sie trotzdem noch was zu tun, haushaltmäßiges. Ist halt so, ist halt nicht immer dabei. Wollte ich nur mal erwähnen. Nicht, dass er denkt, ich bin nur noch Einzelkämpfer. So, los geht's. So, wie ihr sehen könnt, stehe ich hier oben auf meiner Rüstung. Im Vordergrund ist das eine Eisen, was die Putzer angemalt haben. Wir haben extra nichts hochgemacht. Es guckt nun ganz dezent raus. Da hat man unten auf der anderen Seite vom Hof, hat man eins, das hat viel, viel mehr rausgeguckt. Das konnte man auch nicht mehr ändern. Das haben wir komplett weggelassen. Wegen dem einen Eisen geht es weiter. So, auf der Seite ist das, was ich jetzt machen muss. Auf der anderen Seite hinter mir seht ihr eine dicke, fette Wolke. Ja, ich flex das jetzt ab. Dann pinsel ich das gleich wieder mit Hammerit ein. Und dann habe ich schon meinen Isolierweiß, wo ich überall die Eisen, man kann sie leicht sehen, in dem Bereich werde ich die überall großflächig erstmal vorstreichen und heute Abend dann nochmal das zweite Mal drüber. Gut. Ich habe jetzt hinten das runtergeschliffen, hier vorne das auch und habe die schon mal mit Hammerit vorgestrichen. Jetzt nehme ich mir das Isolierweiß und werde erstmal die anderen Teile hier, was die Betonoberflächen sind, ringsrum streichen. Das heißt, einmal hier oben in der Etage, unten und links und rechts an den Seiten vom Haus werde ich erstmal vorstreichen. Dann hoffe ich, dass das Hammerit erstmal angezogen hat. Streiche dann nochmal eine zweite Schicht Hammerit drüber. Dann muss ich wieder warten, bis es hart ist und dann kann ich auch die Dinger nochmal mit dem Isolierweiß vorpinseln, damit ich heute Abend nochmal einen zweiten Anstrich machen kann. Ist natürlich das beste Wetter zum Streichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mal gucken, ob die überhaupt trocknet, die Farbe. Naja, man kann sich es aussuchen. Die guten Ideen kommen wirklich immer in letzter Minute und dann macht man sich Stress, den man gar nicht eigentlich braucht. Aber naja, gut. Zum Glück hat man noch ein paar Ideen. Ich habe jetzt hier noch Quarz dann übrig vom Strahlen der Fassade damals. Das haue ich jetzt einfach hier gegen die frische Farbe, dass morgen das alles ein bisschen besser hält. Ja, weil ich nie weiß, ob die Maurer sich aufregen, dass ich jetzt hier so ein Zeug reingepinselt habe. Weil es kann ja sein, dass der Kleber an der Stelle dann nicht hält, weil das so eine, was weiß ich, für eine Komponente ist. Keine Ahnung. Deswegen schmeiße ich das jetzt hier ran und dann müssten sie eigentlich glücklich sein. Ach ja, ich dachte, ich hätte jetzt Feierabend, schön zeitig, aber gerade eben beim Streichen ist mir doch noch was eingefallen, was die Maurer gerne haben wollten. Und zwar an der Giebelwand, die eigentlich ursprünglich nur geputzt werden sollte wegen dem Dachstuhl, gucken zwei Steine etwas mehr raus. Die muss ich jetzt mit der Flex noch ein bisschen abschlitzen. Und zwar ist das hier einer, haben sie ein Kreuz gemacht. Und, warte mal. Ups. Und zwar, man kann es sehen, direkt dort bei der Säule, der guckt auch zu weit raus. Die muss ich jetzt noch ein bisschen zurecht schnitzen und dann habe ich Feierabend. Ja.
Hallöchen, wir haben es Montag. Ja, eine neue Arbeitswoche beginnt und am Samstag haben wir ja hier fleißig den Putz, wollte ich gerade eben sagen. Nein, das Gewebe eingebettet. Ich schwenk mal kurz nach unten, damit ihr das nach oben sehen könnt. Jetzt gehen wir mal kurz eine Runde rum. Es hat sich nicht viel geändert, nur dass die Farbe sich vielleicht etwas geändert hat. Aber in Wirklichkeit haben wir komplett das ganze Häuschen mit Gewebe eingepackt. Ich durfte fleißig mithelfen. Ja, und dadurch, dass am Samstag wenig Zeit zum Feierabend für mich geblieben ist, mal innezuhalten, dass wieder ein großer Schritt geschafft ist, werde ich das jetzt erstmal tun. Ich werde mir jetzt einen Stuhl nehmen, werde mich hier vorne in den Garten setzen und werde mal ganz kurz den Eindruck von dem Häuschen auf mich einwirken lassen. Denn wie gesagt, Samstag war wenig Zeit. Wir haben Feierabend gemacht, dann sind wir sofort, also wir waren fertig, alles sauber gemacht, dann sind wir sofort los, weil noch am Samstag zwei ehemalige Arbeitskollegen Abschied gefeiert haben. Die sind in Rente gegangen und wie gesagt, da war wenig Zeit gewesen. Am Sonntag war ich nicht auf der Baustelle, da war ich mit dem Felix angeln gewesen. Und für alle, die es interessiert, nein, wir haben nichts gefangen. Also, ich weiß nicht, ob ihr es sehen oder hören könnt, es regnet schon wieder. Wir haben es nämlich kurz vor 6:30. Ich glaube, ich werde jetzt die Geige einpacken. Ich habe zum Glück diese Woche keinen Stress, wo ich bei dem Wetter jetzt wirklich rausgehen muss, um irgendwas zu machen. Und deswegen werde ich einfach sagen, ich packe jetzt die Geige ein. Ja, was habe ich geschafft, heute die Säcke in die Scheune reinzuräumen, ein bisschen aufgeräumt hier drin, das habe ich jetzt nie gefilmt. Naja, morgen ist auch noch ein Tag. Also, macht's gut, ciao, ciao. Hallo, seid gegrüßt. Mittwoch schon wieder, die Zeit rennt. Ja, draußen ist heute relativ gutes Wetter im Vergleich zu den letzten Tagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Heute scheint mal wieder regelmäßig die Sonne. Und was habe ich heute mir als Plan vorgenommen? Ich will nicht mal oben den Sims, was hier die Hofseite ist, von dieser komischen Alufolie befreien, die wir rangeklebt haben. Oder Alu-Klebeband, genau, nicht Alufolie. Will ich heute ein bisschen wegkratzen, um dann diesen Sims zu verfugen hinter der Dachrinne, was ich letztens schon angefangen habe. Das will ich heute machen, weil das Wetter schön ist. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, der Ofenbauer ist auch gerade da, der ist gerade zugange. Wir geben mal ein kurzes Update. Und zwar habt ihr jetzt hier schon soweit fertig. Hier kommt jetzt noch eine Schicht Kacheln drauf. Ich zeige euch mal, wie das ganze Ding von drin aussieht. Ja, also hier vorne sitzt der eigentliche Gusseinsatz. Dieser Raum, was weiß ich, da wirbelt dann die warme Luft. Hier kommt jetzt noch ein Schornstein hoch. Ja. Das hat er nur so als Abtrennung gemacht zu dem hinteren Bereich. Warum auch immer, was weiß ich. Ich frage hier nochmal, wenn er mal eine Mußestunde hat, warum, wieso, weshalb. Aber so sieht es jedenfalls von oben aus. Das kommt weg, das ist nur, damit der Dreck nicht runterfällt. Jetzt ist er gerade dabei, das Ofenrohr zu schnitzen. Das muss halt irgendwie jetzt hier mit eingebunden werden, weiß ich. Schornsteinfeger war heute auch da gewesen, hat auch schon sein Siegel drunter gegeben. Also läuft einwandfrei. With a piece in my hand and bloodshot eyes, I walk to the water for a last goodbye. He begged so much, it clouded my mind. One thing's clear, the man's gotta die. Man makes right, so he said when he yelled all the keys. Ich habe jetzt die Alufolie auf der Seite fertig. Und jetzt werde ich mir einen Schraubenzieher nehmen und noch diese ein zur Kiesgrube Mischung rauskratzen aus den Fugen, dass wenn ich morgen hier verfugen will, dass auch ein bisschen was an Mörtel in die Fugen reingeht. Das werde ich jetzt noch machen. Es ist relativ windstill, obwohl ab und zu kommt mal eine Prise, wo ich da vorne den Anfang gemacht habe, kam mir doch durch den Wind immer wieder dieser Staub in die Augen. Das war nicht so angenehm. Ich hoffe, es ist heute besser, ansonsten muss ich mir noch eine Brille aufsetzen. Ist auch eine ganz schöne Fummelarbeit, weil jetzt die Rüstung ein bisschen ungünstig ist. Du musst sehr viel über Kopf arbeiten. Naja, mal gucken. Affenarme sage ich nur. Ja, das mache ich jetzt noch. Dann mache ich heute Feierabend. Dann sehen wir uns morgen wieder.
body by the riverbank. Caught a boat south, took off like a hurricane. With spotless dogs, hit the whole night. Hallöchen, wir haben Donnerstag und ich bin mal wieder mit Stefan auf dem Sprung. Also Stefan ist ja immer auf dem Sprung auf die Baustelle, aber ich auch mal wieder. Nicht, dass ich, also irgendwie habe ich nie so richtig Bock, oder wie soll ich das sagen, ich kann es ganz schlecht erklären. Ja, wo fange ich am besten an? Ich stehe gerade hier bei uns in der Küche, ihr seht, es ist alles soweit ausgeräumt hier in der Küche. Hinten sieht es noch, tada, relativ chaotisch aus, hier muss ich auch noch ausräumen. Kurzes Update für euch, wie es hier aussieht bei uns. Die Katzen, ich habe immer noch 6 Katzen hier rumlaufen, die sind bei uns komplett hinter der Tür hier im Flur, unten und oben haben die ihr Reich, also total ausreichend. Ich will nicht, dass die in Kontakt kommen mit den Hunden, ganz, ganz wichtig, dass die nicht auch diese Giardien bekommen. Die erste Kur ist durch, jetzt haben wir 14 Tage Pause und dann kommt nochmal 2 Wochen Kur und dann ist wieder 14 Tage Pause und dann wird gecheckt, ob da bei dem Kot wirklich alles raus ist. Es hat bis jetzt keine Katze mehr Durchfall, das ist schon mal super, super toll. Und für mich natürlich auch viel, viel weniger Arbeit, weil, ach Leute, ich kann es euch sagen, das war nur ein Geputze, aber egal. Ja, und nun, wir haben ja nun schon vermutet gehabt, dass Lotti schwanger ist und ja, wir waren Ultraschall machen, sie ist schwanger, vermutlich mit 4 kleinen Hündchen und ja, jetzt haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt, die Katzen sollen ja mit den Hunden nicht in Kontakt kommen, jetzt haben wir uns gedacht, es ist alles schon wurscht, piep egal hier in dem Haus. Wir werden jetzt hier unsere Küche in Wohnzimmer und Küche verwandeln. Also der Essbereich hier kommt weg, der Tisch, was ihr hier noch seht. Hier hatte ich ja alles, mal gucken, ob ich euch das mal einblende, wie es hier vorne weg gesehen hat, wie es vorne weg ausgesehen hat. Hat, meine Güte, mein Reden heute. Ja, und jedenfalls muss das alles noch weg hier, was hier so noch rumsteht. Und wir waren vor kurzem im Ikea mit dem Stefan gewesen und haben uns einen Sessel geholt, weil unser Sessel ist auch jetzt kaputt. Also ich, ja. Wir leben wirklich wie Flodders, so kommt es mir vor. Überall bauen wir, sind nur beschäftigt und es wird und wird nichts. Weder hier noch auf der Baustelle. Naja, jedenfalls werde ich jetzt mal gucken in der nächsten Zeit, dass ich hier so ein halbwegs schönes Wohnzimmer hinbekomme und auch Büro. Ach ja, der Stefan, der kommt schon von draußen. Nein. Aus dem Auto sind nämlich schon die ganzen Ikea-Kartons gewesen. Aber wir haben jetzt nicht, wie gesagt, so viel gekauft gehabt. Oh, richtig schön laut. Mal gucken, was wir damit machen, dass wir halt ein bisschen uns hier wohlfühlen und ja, es war jedenfalls wichtig gewesen, dass wir hier so ein Wohnzimmer gleich haben, weil wie ihr sehen könnt, hier aus der Tür können dann auch irgendwann, wenn die Hunde groß genug sind, die Hunde rausgehen und müssen nicht komplett durch das ganze Haus gehen, weil bei uns ist es echt tot doof gemacht. Denn ganz, ganz hinten am letzten Ende ist unsere Stube und hier, wo ich jetzt bin, halt ist die Küche und das macht sie einfach total schlecht. Naja, jedenfalls kommt hier so die Wurfbox hin. Lotti ist jetzt schon in der Hälfte von ihrer Schwangerschaft und deswegen habe ich gedacht, ist das einfach die einfachste Lösung, wenn wir hier wirklich sind, weil Lotti rennt mir andauernd hinterher und das ist total doof, wenn die halt immer durch den Flur mit den Katzen muss. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist die optimale Lösung, wie wir finden mit Stefan. Deswegen, das schaffen wir jetzt nicht in dem Video, sondern ich vermute mal, das Endergebnis werdet ihr erst im zweiten Video sehen, nächste Woche. Wenn ich überhaupt schaffe, ein Video zu drehen. Ihr habt es ja mitgekriegt, die Woche davor, es kam kein Video raus. Ganz spontan, ich hatte null Zeit gehabt. Ist halt einfach so. Naja, letzte Ferienwoche ist auch noch bei uns jetzt hier eben angesagt. Und wir haben den Kindern noch ein bisschen was gemacht. Und ja, ich möchte gar nicht weiter quatschen. Ihr seht, wie es hier bei uns zurzeit abläuft. Nicht so ganz gerade. Und deswegen fahren wir aber jetzt erstmal auf die Baustelle. Stefan hat ja weiterhin seine Arbeit, die er schon gestern gemacht hat und ich werde jetzt endlich mal wieder Rasen mähen. Bringt uns natürlich auch nicht weiter, aber muss natürlich auch sein. So, okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Und geht los, Stefan. Ja, ich krabbel fast mit den langen Haaren. Das ist ein Vieh. Hä, was krabbelt dich? Wenn die langen Haare, dann wackeln die immer auf der Stirn, denke ich, gekriegt und ein Vieh. Ich muss dir immer die Haare wieder schneiden, du siehst aus ey, wie so ein Bär um die Eier. Ey. Ja. Und zack, ab geht's auf die Baustelle. Da ist ja schon was reingezimmert. Mensch, da wollte doch heute kommen, war aber nicht da, ne? Naja, ist euch was dazwischen gekommen. Nö, stimmt. Opti. Ach, es grünt so grün, immer noch. Und der Rasen wächst. Ich weiß nicht, dieses Jahr ist echt der Wahnsinn. Gut, jetzt muss ich mal gucken. Hier hinten muss ich ja ein bisschen Rasen einsehen wieder, dass hier bloß das Unkraut durchkommt.
Muss ich dann mal schauen, ob ich da ein bisschen was finde. Irgendwo müssen wir noch ein paar so eine Grassamen haben. Bevor ich jetzt Rasen mähe, werde ich erst nochmal wieder die Äpfel auflesen hier. Wie immer, wunderschön. Naja, so sieht's aus. Und ich zeige euch gleich mal das Endergebnis, weil wie man Rasen mäht, Leute, ich glaube, das wisst ihr. It's a Monday kind of feeling on a Tuesday afternoon. I can hear Wednesday calling, but then Thursday comes too soon. And by Friday I'm ready for a Saturday affair. Cause on Sunday I'll be happy, the afternoon is here. It's a Monday kind of feeling on a Tuesday afternoon. I can hear Wednesday calling, but then Thursday comes too soon. And by Friday I'm ready for a Saturday affair. Cause on Sunday I'll be happy, the afternoon. Wollen wir mal gucken gehen, wo die eine ist. Die wollte vorne im Garten Rasen mähen. Ich habe es aber im Augenwinkel gesehen, wie sie den Akku weggeschafft hat. Wahrscheinlich letztes Mal vergessen anzuschließen. Kam sie nicht weit. Ah ja, ich sehe sie schon. Die buddelt schon wieder irgendwas. Wahrscheinlich pflanzt sie wieder einen Busch oder sowas. Alles zugepflanzt, zugeballert. Na Schatzi, was machst du schon wieder Schönes? Ja, was Neues einpflanzen. Ah. Was denn? Das ist total heiß. Guck mal hinter dir. Den Lebensbaum von der Oma. Der kommt hier rein. Das ist ein Friedhof, oder? Du willst aber bloß Blätter haben. Das ist mal schön, so ein bisschen ein paar Nadeln. Ja, hier, guck mal, was hier steht, direkt neben dem Lebensbaum. Ah ne, da ist der Lebensbaum. Guck mal, hier, das sind Nadeln. Aber das ist nicht unser. Der wächst mitten auf der Grenze. Guck mal, wir müssen hier mal gucken. Davor. Weil hier geht ja dann irgendwann mal unser Zaun wächst, lang. Der wächst davor. Ja. Nee, der soll das hier hinten alles ein bisschen dicht machen. Ein bisschen Sichtschutz, weil der Baum hier, kannst du ja mal zeigen, der ist ja tot. Ne? Also der muss auch irgendwann mal weg. Was, der hier? Ja, ja, der hat hier unten noch ein bisschen, aber oben bei der ganzen Krone. Mal hier eine Pflaume dran. Zeig mal oben. Ich würde sagen, dass der gut aussieht. Ach. Der wird wieder. Ja, genau. Total. Der wird wieder. So, nee. Freilich wird er wieder. Das wird er von unten wird das wieder grün nach oben. Schatzi, wenn du irgendwann mal so aussiehst wie der Baum im Alter, wirst du auch nicht mehr. Dann war's das. Danke. Ah, stimmt, der sieht echt bescheiden aus. Wenn man sich das mal anguckt hier. Da löst sich schon die Rinde ab. Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn die Pelle abgeht. Und so ein Lebensbaum, ich glaube, das ist der schnellst wachsende Baum. Ja, dass das so ein Flachwurzel ist und leicht umkippt, weißt du schon, ne? Ja, kippt nicht schon. Das haben wir bei uns auch im Garten. Hast du da schon mal einen Baum umkippen können? Ja, hast du? Sind ja noch nie groß. Ey, na klar sind die groß. Vergiss es. So, ich gehe jetzt Mischung machen. Denk dran, die können überall Bomben liegen, ne? Warum soll ich denn Bomben liegen? Na, weil das hier Kampfmittelgebiet war. Und ich habe hier schon ein bisschen was gefunden, wisst ihr. Na dann drück mir mal die Daumen, dass nichts passiert. Ja. Sonst musst du alleine weiterbauen. Gut. So, und da ist er schon drinne. Ruckzuck, ging doch relativ schnell. Ja, jetzt werde ich noch schnell gießen. Schlauch habe ich mir schon hingelegt. Und dann geht's weiter mit Rasenmähen. Habe schon gesehen, der Akku ist wieder voll. Also kann es weitergehen. Und auch das ist geschafft. Der Rasen so gut wie fast alles gemäht. Hier hinten die kleine Ecke und hier vorne eben das Ganze, das fehlt noch. Mache ich ein andermal. Ja, jetzt habe ich mal so geguckt. Sonnenuntergang jetzt. Ach, mit der schönen Fassade. Ist ja noch nicht. Das Endergebnis sieht aber auch cool aus. Ne? Also ich glaube vielleicht doch so Richtung wirklich so cremiges Weiß irgendwie. Das wirkt schon sogar besser als Grau. Wobei mir auch Grau gefallen hat. Aber ich denke mal, das wirkt einfach besser. Ja, man müsste mal eine Farbkarte ranhalten, welche Farbe das ist. Hallo meine Lieben. Ja,
Immer wieder freitags kommt die Erleuchtung hier auf der Baustelle und zwar genau die Erleuchtung, dass die Zeit rennt. Wir haben jetzt schon den 3. September. Wahnsinn. Was ist jetzt noch Wichtiges zu machen? Ich muss halt oben noch das restliche Stück von dem Sims verfugen und dann muss ich heute, oder das mache ich jetzt gleich als nächstes, und zwar, ich werde jetzt, ich habe dort noch, naja, ich schätze mal so 100 Kilo Lehm übrig und ich kriege demnächst wieder neuen Lehm. Der Ofenbauer braucht den restlichen Lehm nicht mehr, das was er hat, das reicht für seinen Ofen. Und wir haben uns ja letztens entschieden hier im Heizungsraum, und zwar genau hinter mir, die Rumpelkammer. Kommt mal mit. Jetzt wird es erstmal dunkel, aber die Kamera stellt sich von alleine wieder hell, sehr gut. Genau, diese Rumpelkammer hier hinter mir wird ja der Heizungsraum. Die andere Seite hier wird ja der Anne-Ihr Hobbyraum. Wäscheraum, Waschhaus, wie auch immer. Das wird mit einem ordentlichen Kalkputz geputzt. Da drüben habe ich schon mal an der Wand geputzt, wo eigentlich der Zederschrank sitzen sollte. Aber die Geschichte kennt er ja. Was den Heizungsraum angeht, ja, den werden wir, haben wir uns mit der Anne letztens überlegt, so ein bisschen Industrielook-mäßig machen. Das heißt, die Deckenplatten, die werden ein bisschen abgekehrt. Ein Tiefengrund kommt da drauf und dann werden die nur weiß gestrichen. Die Doppel- oder der Doppel-T-Träger, den hier sieht man ja dann nicht mehr, der ist an der Wand verschwunden, aber der Doppel-T-Träger wird ein bisschen sauber gemacht, schwarz angestrichen. Vielleicht besorge ich mir nur als Deko so eine Art Laufkatze, die ich hier mit reinhänge mit einer Kette, das ein bisschen rustikal aussieht. Dann kommt eine Bunkerlampe oder irgendwas an die Decke oder irgendwelche Hallenlampen, keine Ahnung, mal sehen. Was natürlich nicht Industrielook-mäßig ist, ist diese Granitwand. Und die wollen wir auch nicht mit Kalkputz putzen, weil wegen der Feuchtigkeit in der Granitwand ist ja keine Sperre drin. Also haben wir uns entschieden, wir machen das mal mit Lehm. Wir wollen das einfach mal versuchen. Und da will ich heute noch den Lehm vorwässern, weil mein Ofenbauer mir hat mir so ein Mischungsverhältnis gesagt, Stefan, den musst du 2:1 mischen und am besten ist vorher schon immer schön mit Wasser einplempern, dass die Pampe richtig pampig wird. Und da muss ich heute unbedingt mir draußen mal eine Mörtelkiste mit Lehm vorwässern, damit das morgen auch schön pampig ist. Dann will ich zu Hause, haben wir noch altes Stroh oder Heu. Stroh haben wir auch irgendwo, aber ich glaube Heu haben wir noch ganz viel altes. Das muss ich gucken, dass ich da morgen einen Sack oder zwei Sack mitbringe. Das irgendwie müssen wir noch klein häckseln, weil wir wollen morgen mit der Anne hier eigentlich erstmal ein bisschen Rendezvous machen in dem Raum. Sieht aus wie bei Handpilz unterm Dach. Und dann wollten wir mal gucken, dass wir hier so einen Vorschmiss an die Wand rankriegen mit dem Lehm. Mal gucken, ob das funktioniert. Mehr als runterfallen kann es nicht. Das ist ganz wichtig. Das mache ich jetzt als erstes, den Lehm erstmal in die Kiste rein zum Wässern. Und dann werde ich mich oben an den Sims begeben. Genau. Ja, damit das heute fertig wird. Und dann ist schon wieder der Vlog zu Ende. Dieses Mal ist der Vlog, ich weiß nicht, wie die Anne schneidet, entweder sehr, sehr lang oder sie macht zwei kurze. Mal sehen, weil das letzte Wochenende hat sie ja nichts rausgebracht, weil ein bisschen Stress war. Die hat zwar immer noch Stress, aber um euch nicht zu enttäuschen, hat sie sich extra Zeit genommen, das Video zu machen, weil es ist auch ein ganz schöner Aufriss jetzt vor den Schulferienende, die Kinder das ganze Zeug zu besorgen und hat sie erzählt. Ja, gut, ich höre auf jetzt zu quatschen und hole erstmal den Lehm.
wieder erfolgreich eine Woche rumgekriegt. Ja, den Sims habe ich fertig. Können wir wieder einen Haken machen. Ja, die Woche ist allerlei geworden. Viel Fummelarbeit. Und ja, was soll ich sagen? Nächste Woche seht ihr dann, ob das mit dem Lehm funktioniert hat. Wir wollen es auf alle Fälle morgen austesten. Also sprich, oh, die Mücken, das ist echt furchtbar dieses Jahr. Überall die Moskitos. Voriges Jahr war hier nicht eine einzigste Mücke. Dieses Jahr kannst du hier keine 5 Minuten still stehen bleiben. Deswegen wird hier so fleißig gearbeitet. Wegen den Moskitos unter anderem. Ja, nee, Spaß beiseite. Also, ich verabschiede mich von euch für die Woche. Macht's gut. Ciao, bis nächste Woche.